Hallo, Halli hier und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Und wir gucken mal, der mit seiner höchstwahrscheinlich Eisenrüstung mit Granit und Hundewelpenknochen, der sich jetzt neben dem Block noch normalen Stein holt. Und jetzt fängt er an zu arbeiten. Okay, der hat alles gekriegt, der geht schon mal nicht drauf, das ist super. Das heißt, wir haben nachher so einen Armor Smith, der alles drauf hat. Vielleicht macht er auch eine Waffe. Es hieß doch, der hat einen Armor Stand geklaut. Achso, er mag sein Eisenschild, das ist super. So. Sonnen. Ist ein Armor. Metalsmith Forge. Also er macht alles Mögliche wahrscheinlich. Vielleicht macht er auch eine Waffe. Oh. Aber dann hätte er sich mehr als ein Teil geholt. Ich weiß es nicht. Also mehr als einen Eisenblock. Oder hat einen Eisenschaft und die Klinge aus Stein mit kleinen Knochendeko-Elementen dran. Okay, lassen wir ihn arbeiten. Ich mag den nicht unbeaufsichtigt lassen. Warum hast du aufgehört? Wester Council Pickup Equipment. Equipment Mismatch. Ach, er darf. Oh, warum passt das nicht? Dürft ihr spezielle Sachen jetzt nicht tragen? Die können sich auch eine Melee-Waffe aussuchen, wie sie wollen. Oder vielleicht hat er sich eine Zweihandwaffe geschnappt und wollte ein Schild aufheben? Ist mir egal. Wir werden sehen, wie es nachher ist, wenn wir auf den Feind treffen. Okay, die Händler hauen ab. Die räumen ein. Ganz wild sind sie am Rumpacken. Ma hä? Bomb has created a masterpiece. Bun Turtle. Ach, der hat. Na super. Epische Kekse. Ah, noch mehr epische Kekse. Ah, das macht die doch glücklich da beim Essen. Guck mal, Asa geht jetzt hoch. Jetzt sogar zwei Küchen. Und unser Miet geht runter. Animals. Wir haben nur zwei Puppies mehr gekriegt. Das ist traurig. Dann lassen wir die mal noch ein bisschen Spaß haben. Migranten. 122 hatten wir. Und gib ihm. Wo kommen sie? Hallo? Wo seid ihr? Migranten? Ihr müsst noch hier irgendwann mal angestürmt kommen. Was? Kea. Kea, ist das nicht eine Schlange? Store-Item in der. Weil. Hä? Das ist eine Katze. Die Händler kommen raus. Alles gut. Wo sind die Migranten? Da kommen die von der anderen Seite? Da kommen zumindest welche. Ah, die kommen von der Ecke. Jetzt habe ich nicht mitgeguckt, wie viele da kommen. Es sind aber noch ein paar. Okay. Dass die Zoom-to-Location so verbuggt ist, finde ich irgendwie schrecklich. Oh, ein Eisenhelm. Oh. Rolldex. Kann ich nicht aussprechen. Ist zumindest ein Eisenhelm. So. Ein Iron Helm. A Helm. Covers the entire face. Ja, ich weiß, was ein Helm ist. Description. Das ist ein Eisenhelm. Alles ist von höchster Qualität. Okay, es ist umrandet mit diesen komischen Eisencabochons. Es hat Hundeknochen. Und noch mehr Granitcabochons.
Oh, und er hat Spitzen von Eisen. Okay, super. 30.000 ist es wert. Wiegt 7 Pfund. Keine Ahnung. Ist 8 Grad warm und ist grau. Super. Und ist 30 dick. Was heißt das? Millimeter? Zentimeter? Keine Ahnung. 3 Zentimeter fetter Eisenhelm ist trotzdem schon hart, wenn es jetzt ein Millimeter wäre, ne? Auf alle Fälle stabil. So, ihr sollt euch nicht immer... Pen Pecher Stray Puppy. Giant Care. Wo ist sie? Pond Turtle Shell. Units. Others. Giant Care. Wo lauft ihr rum? So, Z, go to unit. Okay, ein Kea ist schon mal keine Schlange, weil es sitzt auf dem Baum. Aber anscheinend reicht es, dass da oben was auf dem Baum sitzt, dass keiner mehr arbeiten möchte. Dann halt nicht. Sollen sie halt streiken. Oder ist das ein Papagei? Das kann auch sein. Needs one unused. Ja, wir haben es wieder soweit, ne? Jan. Jan Sweat fehlt. Sweat fehlt. Aber immerhin hat aber schon gut was hergestellt. Muss man jetzt auch sagen. Also die haben Klamotten. Also die kriegen Klamotten, sagen wir es mal eher so. Haben, weiß ich nicht. Wenn ich mir jetzt irgendeinen Zwerg hier raussuche, dann ist der wahrscheinlich halbnackt. Der hier zum Beispiel. Ne, die Axt war es wohl eher nicht. Aber er hier. Der Beekeeper. Der Beekeeper ist bestimmt nackt. Also er trägt noch irgendwas aus Leder. Das ist alles zerfetzt. Er hat noch ein Käppchen auf und er hat noch eine Socke an und einen rechten Schuh und anscheinend einen linken Schuh. Okay, der ist nicht nackt. Coating of Locum. Keine Ahnung. Ist mir egal. Den geht's gut. Und wir haben die Millionen geknackt. Weit. 130. Das heißt, 8 neue Zwerge sind gekommen. Apropos neue Zwerge. Nein, nicht QI. Shift N. Und jetzt nochmal durchgehen. Duckling. Piglet. Nee, Puppies nicht. 2 neue Tiere gab's auch. Bei Walsh habe ich immer noch nicht sicher, ob wir das da wirklich reinlassen wollen. Hier, ihr müsst mehr Puppies zeugen. Wir brauchen mehr kleine Hundewelpen. Die Leute haben nämlich Hunger. Und uns geht das Fleisch aus. Hätten wir vielleicht doch Fleisch und so kaufen sollen. Wir kaufen mal nachher bei den Zwergen. Bis Herbst überleben sie alle. Wird immer noch nicht abgerissen. Warum nicht? Weil die Köche unten beschäftigt sind und deswegen keiner was abreißen kann? Ich habe keine Ahnung. Was sagen unsere Waffen, die großen? Theoretisch haben wir 18. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt mal anfangen, eine Waffenfalle zu bauen. Würde mich jetzt gerade mal reizen. B. Shift T. W. Hier vorne, direkt kaum, dass sie über die Treppe hochkommen. Ist jetzt die Frage, welche nehmen sie? Die Mitte. Und da drinnen... Nein, keine Spitzhacken. Da packen wir jetzt mal die 10. Ja, 10 Giant Iron Axe Blades rein.
kann ein Crossbow reinpacken. Okay. Wir haben die erste Waffenfalle fertig. Dann kommen die schon mal schwer angeschlagen an, während sie von riesigen Bolzen durchlöchert werden. Ja, alles gut. Die Frage ist natürlich jetzt, wie lange brauchen sie, um dieses Ding zu bauen? Warte mal. B, Shift, T, Cage Trap. So. Was hier um die Ecke kommt, wird eingefangen. Das klingt auch nach einem Plan. Ja. Alles, was um die Ecke kommt, wird eingefangen. Außer da liegt ein Stein, dann geht das nicht. Und die Steine bauen wir erstmal drumherum. Cages werden ja theoretisch hergestellt. Ich frage mich jetzt gerade, ja, da lasse ich gerade extra frei. Da ist Eiding, da ist unser. Den Dank mache ich jetzt doch voll. Die werden sich wahrscheinlich nie da in die Ecke stellen. Trotzdem. So sehen die aus, wenn sie leer sind. JM, Cages. Haben wir schon über 20 gebaut. Na gut, dann kriegen wir das Ding da irgendwie voll. Wheelbarrows sind fertig. Merkt man nicht viel von. Ist immer noch alles voll mit Stein. Die Waffenfalle ist immer noch nicht fertig. Aber hier wird schwer gearbeitet. Das Interessante ist halt, wir brauchen viel mehr jetzt von diesen Giant Iron Axe Blades. Das ist die Frage. Eisen. Eisen wird theoretisch auch ganz viel geschmolzen, genauso wie Silber. Charcoal sind wir bei Stocks. Ist unter Blocks, glaube ich, Charcoal, ne? Nein. Es gibt hier weder Coal noch Charcoal. Katapultparts, Chains, Cheese, Kloss. Kloss haben wir jetzt wirklich noch einiges. Wir haben auch 33 Korpse. Moment mal. Bars sind es. Charcoal. Iron und Silver Bars haben wir eine Menge. Charcoal bräuchten wir noch einiges. Machen wir trotzdem nochmal. Charcoal. War nochmal ruhig 100. Und Kuh. Wie war es nochmal? Big? Nein. Giant Iron Axe Blade. Mal nochmal 100. Okay, da werden Fallen aufgestellt. Ist da jetzt auch schon der Käfig drin oder ist das jetzt nur, weil der Mechanismus da steht? Wir können hier oben einmal gucken. So sieht's mit Käfig aus. Zu dieser Jahreszeit. Es ist ja jahreszeitabhängig, wie das aussieht anscheinend. Also ist da bis jetzt nur der Mechanismus, aber noch nicht der Käfig. Okay. So, das Ding da ganz hinten am will keiner ran. Ne? Denken sie sich, na, es ist so nah dran an dem Abgrund. Es könnte ja etwas da durchkommen. Lass mal lieber erstmal was anderes machen. Während 14 Zwerge sich denken, ist mir doch egal. Ich guck mir die ganzen Hunde an. Idioten. JM, haben wir denn jetzt für die Ballista? Assemble Iron Ballista Arrow. Forge Iron Ballista Arrow Head. Ich mach nochmal 20 Heads.
Und dann können wir auch nochmal 20 Pfeile erstellen. Machen sie sogar noch, Forge Iron Ballista. Aber wir haben weniger Pfeile hergestellt, als wir Köpfe haben. Wie viele Pfeile haben wir denn jetzt da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, wahrscheinlich 17. Wahrscheinlich habe ich 20 Stück gebaut. Und 3 sind geladen, also liegen da noch 17 Stück hinter. Alles gut. Forge Iron Helm 5. Abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir haben die auch schon fast angezogen. Ich will noch mal gucken. Ja, Bolzen, alles gut. Muss er noch. Gauntlets, die Leggings fehlen noch. Äxte haben sie noch nicht. Also in Sachen Waffen hängt das doch ganz schön hinterher. Wir hätten doch ein paar Anvils bauen müssen, kaufen müssen. Aber könnte schlimmer sein. Gut, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.